Bilder und Feuer, das ist gefährlich. Oh, ging das jetzt mit dem Pixblock? Mhm. Ja, wunderbar. Jetzt bin ich überladen, Scheiße. Oh! Warte, ich komme zu dir. Ich glaube, ich hätte euch beinahe angezündet. Moin und herzlich willkommen zurück zu PixArk. In der letzten Folge ist es uns gelungen, einen Feuerelemental zu betäuben. Der wird jetzt gerade gezähmt und hier baue ich gerade eine zweite Zähmgrube, damit wir noch eine magische Kreatur zähmen können. Okay, also zweite Zähmgehege wäre jetzt ready. Ja, jetzt kommt der nächste. Ja, ich habe das Portal jetzt auch wieder gefunden. Sehr gut, dann suche ich doch schon mal den nächsten Kandidaten. Was wollen wir denn machen? Wollen wir so ein Minotaurus versuchen? Wollen wir einen Zyklopen oder einen Cerberus-Hund? Können wir für irgendeinen davon einen Sattel machen? Den können wir mal gucken. Ein Gramm. Ach, der Cerberus heißt ja Fellhunter, ne? Fellhunter? Mit einem L. Den sein Sattel können wir auf Level 60 machen. Ich kann ja einen scannen hier hinten, guck mal. Stimmt, kann man die überhaupt zähmen? Das nächste Mal. Das haben ja auch ganz viele Leute gesagt, ich soll mal mehr diesen Scanner benutzen. Das Problem ist, Minotaurus untamable. Wenn ich auf dem Tier sitze, kann ich den Scanner halt nicht benutzen. Das ist das Problem. Und du darfst auch kein Schild in der Hand haben. Und ich darf kein Schild in der Hand haben, genau. Und allgemein nichts in der Hand haben. Genau, die Zyklopen waren, glaube ich, auch untamable. Okay, Zyklop untamable. Dann bleibt ja nur noch der Cerberus eigentlich. Mhm. Ist der denn zähmbar? Das ja, es gibt einen Sattel dafür. Ja, dann suchen wir doch mal einen. Gerade eben war hier noch einer, aber ich glaube, die ganzen Minotauren, die hier rumlaufen, haben den platt gemacht. Vorne, vor uns müsste irgendwo einer sein. Hier links ist ein Rock-Elemental. Ja, wenn man den auch so zähmen muss wie im normalen Ark mit Kanonen und so. Da kommt jetzt ein Loot-Drop, der ist zwar weiß, aber ich guck trotzdem mal rein. Mhm. Wenn ich nicht gleich gefressen werde dabei. Ja, ist okay. Was war denn drin? Eine vertikale Wasserpipe und einen Blueprint für was zum Bauen. Okay. Ich habe übrigens einen Cerberus gefunden, aber der steckt genau in einem Golem drin. Guck mal, wie das aussieht, Leute. Ah, schade. Er ist rausgelaufen. Das sah aus, als wenn der Stein drei Köpfe und ein Bein hat. So, er ist Level 12. Ja, das passt doch. Jo. Dann locken wir den mal an. Ich hoffe, der ist lustig auf mich. Sei lustig auf mich. Hab grad noch mal so einen Zyklopen gescannt, die sind wirklich nicht tame. Oh Gott. Wie mein Vogel erstmal gekackt hat. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den nicht zu einem Minotaurus locken, weil sonst wird er, glaube ich, getötet vom Minotaurus. Ja, wenn er sie angreift, stimmt. Da hinten war der tot, da wollen wir nicht hin. Der Cerberus spuckt mit Wasser, Feuer und Gift nach dir, glaube ich. Es sieht irgendwie so aus. Mann, jetzt hat er sich hier in den Weg bewegt, hier, der blöde Minotaurus. Ja, mit so einer scheiß Spinne. Schnell vorbei, schnell vorbei, schnell vorbei. Nein! Oh, scheiße. Warum kommt denn jetzt hier ein Golem? Du warst neben dem Golem. Ich kann ihn noch nicht ablenken hier. Komm her, Golem. Au. Ah. Okay, das sieht ganz gut aus, glaube ich. Nee, doch, scheiße. Aua. Wo läuft der Golem denn jetzt hin? Oh Gott, ich dachte gerade, der läuft jetzt auch. Na, er wirft Steine. Uiui, das war knapp. Oh Gott, da kommen ganz viele Minotauren gerade. Ich glaube, der Cerberus ist tot. Er kann das. Er schafft's. Ja, aber dann. Oh Gott, ich muss jetzt erstmal den Golem loswerden. Also, der Minotaurus blutet. Beim Cerberus sehe ich es halt nicht, weil er halt Feuer um sich hat auch. Nein, da kommen noch mehr. Okay, jetzt haben sie ihn. Okay, der Golem hat sich wieder zugebaut. Haben sie ihn getötet? Ja, die haben ihn. Nein! Okay, nächster. Nächster Kandidat. Wer meldet sich freiwillig? Freiwillige vortreten. Hm. Ich glaube, beim Rex brauchen wir gar nicht erst suchen. Hm. Was ist das denn da unten? Ist das eine Ratte? Ach nee, das ist ein Känguru, glaube ich. Ja. Böse Verwechslung. Ja, ich glaube auch, ne? Aber das sah erst aus wie so eine riesige Ratte, die sich verbuggt hat. Was ist eigentlich mit diesen ganzen Gem-Spiders? Kann man die eigentlich irgendwie tamen? Wollen wir das denn? Willst du unbedingt eine Gem-Spider haben? Ich will es nur wissen gerade. Okay, ich glaube, wenn wir so weit wegfliegen müssen, um den Cerberus zu finden, ist das, glaube ich, eher ungünstig, weil wir den dann so weit ziehen müssen. Der müsste irgendwie mal hier spawnen, so, dass wir den direkt da hinziehen könnten.
Sonst ist das doof, wenn wir hier so lange rumfliegen müssen. Vor allem kann er sich ja dann auf dem Weg zum Gehege wieder in so vielen Viechern verheddern. Hm. Hier ist ein Fairy Dragon. Oh, wie sich diese ganzen Viecher hier aber auch gegenseitig catchen hier immer jedes Mal. Moment mal, war hier nicht der Tod. Gott sei Dank fliegt der Tod immer automatisch in die andere Richtung. Ja gut. Also hier ist jetzt kein Cerberus-Hund mehr. Das ist ja doof. Aber was haben wir denn dann noch für Alternativen? Was könnten wir denn hier noch ziehen? Vielleicht irgendwas im Magic Forest. Stimmt. Hier ist ja direkt einer nebenan in Magic Forest. Das ist auf jeden Fall leichter, die Viecher da rauszuziehen. Ich weiß, Lonza wird mich dafür hassen, aber was ist denn mit so einer Säbelzahnkatze? Oh, oh. Oh mein Gott, ganz tu das nicht. Naja. Nein. Sind das überhaupt Katzen? Das sind bestimmt Katzen. Sicher? Wie heißen die denn? Ja, Schattenleopard. Shadowleopard, das stimmt. Scheiße. Oh Gott. Komm, hinten ist ein Skelett und ein Werwolf. Kein Werwolf zähmen hier? Geht aua, das mit dem Magic die blöden Dings? Pflanzen schießen auf mich. Jetzt hat sie mich hier angegiftet. Guck mal, da hinten sind so grüne, komische Steine. Scheiße, ich habe die Hälfte von meinem Leben nein, von meinem Argentamis. Der Werwolf ist auch untamable. Nein. Aber vielleicht kann man sich in einen Werwolf verwandeln. Das ging bei Dark and Light. Stimmt, es gibt hier so Potions tatsächlich. Der hat rote Hosen an, der Werwolf. Was sind das für Steine hier? Ach, guck mal, hier gibt's ganz viele... Die meinte ich vorhin, da sind wir drüber geflogen auch schon. Cool. Also die gibt's sowohl im Magic Forest als auch hier in diesem komischen... Was ist das hier eigentlich? Hier ist ein Geisterwolf, glaube ich. Ja? Geisterwolf? Sind das Geisterwölfe? Ja, Specterwolf, der ist tameable. Der ist tameable? Wir könnten magische Kreatur. Wir könnten ihn ins Zähmgehege ziehen. Alter, hier, die ganze Höhle ist voll von den Viechern. Da sind noch zwei unten. Also der hier oben ist Level 9. Wir könnten, du könntest ja versuchen, den in das andere Zähmgehege zu locken einfach. Ich muss mal schnell trinken. Hier ist doch Wasser direkt vor uns. Achso. Was ist denn das? Da läuft ein Nackter durch die Gegend. Ach nee, ist ein Skelett. Ein Skelett, ja. Läuft ein Nackter durch die Gegend. Von Weitem sah das aus wie ein nackter Mann. Oh, hier ist noch so ein Wolf. Schau mal, was der für ein Level hat. Oh, ich habe getrunken. Ich schau mal kurz zum Elemental, nicht, dass wir noch gelünscht werden, wenn der jetzt gleich aufwacht. Es gibt einen zähmbaren Werewolf Transfiguration, schreibt der Flachdachs. Okay. Aber was ist jetzt diese Werewolf Transfiguration? Läuft der auch rum oder wie muss ich mir das vorstellen? Oh yeah. Skorpion ist der geplatzte. Gott, das ist ein Loch. Da bin ich nicht hin. Ja, ah, hier in das Loch. Ja, ja. Aber hier ist ein großes Loch und da soll er nicht rein. Nee, aua, da nicht, nee. Da ist auch eine Katze hinter mir her. Oh nein, warte mal, ich versuche mal mitzuhelfen hier. Aber gut, vielleicht soll irgendwie ich sieht das aus, als hätte die Katze eine Flosse hinten am Schwanz. Zum Schwimmen. Das ist eine Schwimmkatze. Können wir nicht die Katze... Warte mal, können wir es nicht grabben? Nee. Konnte ja nicht mal Nami Shit grabben vorhin. Stimmt. Ich habe ein Level ab. Warte, ich flieg mal ein Stück hoch, vielleicht trennen sie sich dann. Warte mal, wenn ich versuche einfach die Katze anzugreifen, damit die Katze mich angreift, so. Der Wolf kommt. Kommt der Wolf auch? Sicher? Jetzt verfolgt dich die Katze? Der Wolf verfolgt anscheinend mich jetzt. Hab sie. Okay, sehr gut. Dann jetzt einfach den Wolf. Hui! Aua! Aua! Hinein! Jawohl! Er ist drin! Haha! Nice! Magische Kreatur Nummer 2 im Kasten. Oh, scheiße. Ich wollte nochmal zum Elemental gucken. Warum bin ich eigentlich so hart überladen? Weil ich den ganzen Sand noch im Inventar habe.
Bei dem Elemental hatte ich vorhin geguckt, vor nicht mal drei Minuten. Echt? Vielleicht, 5 Minuten. Ja, da war alles noch okay, er war noch nicht bei der Hälfte. Stimmt, okay, und er ist über die Hälfte schon gezähmt. Nice, das dauert nicht mehr lange. Das war zu nah am Tod. Dann haben wir ihn ja gleich, das war zu nah am Tod. Das kann man auch falsch verstehen. Dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen. Geflogen. Geflogen. Der braucht bestimmt nicht viele, oder? Ja, deswegen mache ich gerade ein bisschen langsamer. Gespensterwolf. Gespenster. Ja. Ja, ich habe halt das Deutsche. Er liest. Down. Und jetzt ist die Frage. Ich habe gelesen vom Flachdachs, der will Fleisch und so ein Kram haben. Was ist das denn? Habe ich alles weggeschmissen. Was ist denn da los? Guck mal. Da passiert irgendwas Komisches. Siehst du das? Ja. Das ist wahrscheinlich so ein Geistergefängnis jetzt. Ja. Ja, wirklich. Oh Gott. I'm afraid of no ghosts. Weiß ich mir gerade nicht mehr, was für Fleisch. Aber ich glaube, Prime Meat ist schon mal nicht schlecht. Was gibt denn Prime Meat? Rexe zum Beispiel. Agentaven auch. Wir haben doch Agentaven hier drüben. Ja, hier irgendwo, ne? Der Flachdach schreibt, er hat keine Ahnung von Pixar, er hat nur die extrahierten Daten vorliegen. Aha. Na toll. Also ein Spickzettel. Guck mal, Level 1 Agentaris. Ja, lass ihn mir. Wo ist er hin? Den über dir. Hm. Sind noch ganz viele andere Agentaris. Wow. Was ich baue den Wolf mal ein bisschen ein, ne? Ja. Half-Life. Schön. Oh Gott. Damit hier nicht noch was anderes reingelaufen kommt, was jetzt hier vielleicht nicht unbedingt reingelaufen kommen soll. Fliegen die alle hinterher. Ja. Kurz ein bisschen hochgeheilt. Gottes Willen. Warum sterben die denn nicht einfach? Jetzt einen haben wir. Ich muss mal kurz versuchen, meinen Vogel hochzuheilen ein bisschen. Mach mal, ich versuche einfach mal irgendwas. Irgendwas ist immer gut. Das versuche ich auch immer. Warum macht der so viel mehr Schaden an mir als ich an ihn? Das ist gemein. Das ist arg. Wir haben sie. Nein, es ist nicht. Okay. Es ist Pix-Arg. Das ist arg. Es ist arg. Das ist arg im Namen. Arg von vor 4 Jahren. Nee, Quatsch. 3 Jahre mittlerweile, ja. Naja, auf der Playstation aktuell. Ja, genau. Das ist ja sehr schade. Ich habe ihm Fleisch gegeben, oh. Oh, es funktioniert! Was hat denn der für ein Avatar, bitte? Das sieht ja aus wie Fuchur. Level A. Ich hab ein Level up gekriegt. Ich auch. Ich auch. Cool. Macht denn hier so komische Geräusche? Ja, der Wolf. Na, der Wolf, der ist hier in seinem Ghostbusters-Gefängnis drin. Geisterfalle. Geh noch ein paar Kakteen eins da. Spielbär, der Leopard killt den Wolf nicht, also könntest du den auch noch reinlocken, okay? Und, das aber dann killt Lone Star Spielbär. Ja, stimmt, ja. Klingt ungesund, Gespensterwolf. Aber ich glaube, wir müssen das trotzdem auch mal ausprobieren mit der Katze. Nein. Oh Gott, bitte nicht. Ja, nur mal, um zu gucken, was das ist für die Zuschauer, die unbedingt Katzen sehen. Können wir sehen machen, nicht. Sobald Lone Star wieder da ist, ist sie eh weg. Ja, stimmt. Oder kastriert. Lady wird ganz weg sein. Nein. Da reicht kein Kastrieren. Willst du das jetzt schon verbreitern? Ich glaube, wenn es jetzt so breit ist, können hier Viecher reinlaufen. Durch einen Block breit können, glaube ich, nur der braucht doch nicht so lange, der ist schon bei der Hälfte. Was ist denn schlau zu leveln? Fortitude, Leben, bisschen Stamina, bisschen Gewicht. Aber überwiegend würde ich Leben skillen. Boah, dieses Vieh. Ich sehe das mir gerade an. Mit dem Vogel, ich versuche hier die Spinne. Ich sehe mir das gerade an, das sieht sehr schön aus. Ja, es ist fantastisch, dass du was zu lachen. Ja, super, ne? Schön, dass du übrigens die Spinne zu mir lockst. Ja, gerne doch. Ja, schön, dass hier... Ah! Töte die Spinne! Hab ich doch. Ach so, okay. Irgendwie, meine Maus hat jetzt auch gerade nicht reagiert, merkwürdigerweise. Also, ja, das ist aber schon die ganze Zeit so. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob ich irgendwie... intelligent genug zum Klicken bin. Das ist der Tod, der will uns holen. Deswegen funktionieren unsere Eingaben schon nicht. Event Megatod. Was?
Deine Tastatur ist nicht mehr benutzbar und jedes Tier macht doppelten Schaden. Jedes Tier, das dich angreift, natürlich. You have tamed a Spectre-Wolf. Hier. Specktäter. Das ist der Specktäter, siehst du? Achtung, Kackekäfer. Ja. Oh Gott, du bist ja auch unsichtbar, wenn du drauf sitzt. Wie cool. Warum britzelt das immer noch so? Das ist wahrscheinlich wieder derselbe Sound wie von dem Magie-Table da. Kann heulen. Okay, also ich weiß schon mal, dass der definitiv in einen Pix-Block umgewandelt wird, wenn er an der Base steht. Oh. Ja, das Geräusch da ist schon... Achso, lol. Irgendwas wird hier gerade angegriffen und ich komme hier nicht mehr Aquila. Raus. Ja, ich komme hier nicht raus. Ich bin raus. Was? Ach, das sind nur Kackekäfer. Hier ist ein Werwolf direkt nebenan. Hui, ich hab's dir gefressen. Der hat rote Hosen an, oh der Gott, Werwolf. Ich muss von diesem Wolf runter. Warte mal, Kann man den nicht auf stumm schalten irgendwie? Kann man den nicht muten? Kommt schon wieder so ein Kackekäfer. Drei. Oh ja. Zwei. Ach, komm. Kriegen wir schon hin. Sterbt, ihr Käfer. Down gehen sie alle. Was ist denn das da hinten? Ein Werwolf. Ach, es ist blau. Ja, mit roten Hosen. Sehr komisch, ne? Danke, Käfer. Yay. Also, Fufo muss noch ein bisschen warten, bis man ihn in einen Pixblock verwandeln kann. Ja, stimmt. Man muss immer 5 Minuten warten. Das haben sie mir heute auch schon geschrieben. Weil wir uns ja gewundert hatten in der einen Folge, wann das denn geht und warum das bei unserem Kanu nicht ging. Genau. Hm. Da haben schon Leute gesagt, wir müssen 5 Minuten nach dem 10 warten. Was auch Sinn macht, bei damit man halt nicht... Bei dem Kanu war aber gar kein Timer. Als wir das erste Mal das versucht hatten. Das stimmt, aber das kann auch an der Version liegen tatsächlich, dass das jetzt nachgepatcht wurde nochmal. Dass man das jetzt sieht. Aber der Wolf, der glitzert so schön. Ja, aber er macht dieses schreckliche Geräusch. Ich höre ihn nicht. Echt? Ja, wir hören wahrscheinlich noch die Falle davon, deswegen. Ich wette, wenn wir ihn in einen Pixblock verwandeln und wieder rausholen, dann ist es weg. Oh, das wäre so schön. Ich habe gar kein Britzelgedöns. Ich sitze gerade auf ihm drauf. Ja, wir hören, glaube ich, noch die Falle, deswegen. Wie das aussieht hier. Nami auf diesem unsichtbaren Wolf. Und Nami ist auch unsichtbar. Was denn? Die Augen. Mach mal Rechtsklick, dann kann er heulen. Ich hab Angst. Klingt wie mein Hund, wenn er bellt. Ich brauch Wasser. Ganz unten rechts. Sehr schön. Also wenn man so gegen den Himmel guckt, sieht man euch fast gar nicht so. Also wenn du ich da seh mich auch nicht. Wenn ich gegen den Himmel gucke. Oh, schon fast schön. Unsichtbar. Man hat dich nur unten in der Höhle hat man dich gesehen, weil da die Wand war dunkel und du warst hell. Konnte man dich besser sehen. Interessant. Nami hat ein Level up. Wenn du dich neu, ist weg. Wenn du dich neu einloggst, verschwindet der Sound beim Wolf oder die Wirkung der Betäubung lässt nach. Nee, flieg einfach mal außer Reichweite. Okay. Bei mir ist es jetzt weg. Ich war gerade außer Reichweite und dann war es weg. Vielleicht nicht unbedingt zum Tod. War hinten beim Wasser, deswegen. Deswegen habe ich wahrscheinlich das Britzeln auch nicht mehr gehört, als ich vom Trinken zurückkam. Warte mal, wenn hier das Portal direkt nebenan ist, das uns nach Hause führt, könnten wir doch theoretisch einen der Agentaven zum Pixblock machen und den Wolf einfach dann durchreiten lassen. Bewusstlosigkeit ist jetzt bei der Hälfte. Wir müssen nur aufpassen, dass wir dabei keinen Minotaurus anlocken. So, ich bin jetzt aus der Reichweite raus, ich komme jetzt wieder zurück. Obwohl, hier bin ich schon aus der Reichweite. Ja, wir sehen. Wenn du beim nicht. Wasser hinten warst, dann auf jeden Fall. Ach stimmt, der Elementar. Ich habe hier die Treppen ein wenig verbessert. Da ist ein Terrorbird bei Nami. Oh nein. Puh, nicht, dass er noch den Wolf frisst direkt. Das wollen wir ja nicht. Aber der Elemente ist gleich fertig. Hm. Oh, so ein schöner Jetzt hat er Elemente. Wieder 5 Minuten Cooldown hier. Ach so, ja stimmt. Wenn er angegriffen wurde und Schaden gekriegt hat, ne, dann kann er ja keinen... Dann braucht der er auch nochmal... Der Was? Ist in der Nähe. Wo? Da, er hat Hört ihn. Hilfe! Oh Gott, der tut weh. Wo ist denn mein Vogel? Mein Vogel, Zelda. Tank gerade. Gott, mein Vogel hat nur noch die Hälfte Leben. Wir müssen ihn weglocken. Alter Vater, aber der läuft genauso wie der Werwolf in Dark and Light, darf ich das mal sagen. Ist genau dieselbe Animationsabfolge. Der hat aber echt gut Schaden gemacht. Ja. Ne?
Alter, das krass. Tut richtig weh. Level 64. 44 ist der. Richtig 44, heftig. Ich hab 64 gesehen. Richtig heftig. Er kommt wieder. Nicht zum Wolf, lockt ihn weg. Lockt ihn weg. Was sollen wir denn machen? Ich lock ja. Hier ist ein Loch. Ja, rein ins Loch mit dem Schweinepriester. Der hat die Aggro schon wieder verloren. Ja, nee, das hat er gleich wieder. Landet einfach. Hier. Ja, okay, jetzt nicht mehr, aber... Ja, doch. Doch. Hui. Liebe mich. Ja. Tschüss, Flieg und Sieg. Rein ins Loch. Eingelocht. Gott, die Minotauren da drin. Ja gut, aber die sind nicht so schlimm wie der Dings. So, jetzt müsste doch der Elemental, der müsste doch jetzt eigentlich... Ja, da kannst du mir den Vogel wieder heilen, gemacht, ey. Ne? Gott, Kacke-Käfer. Oh nein. Guck mal, hier ist ein Shadow-Leopard direkt nebenan. Oh nein. Spielbär, vielleicht gibt es einen magischen Dire-Bär. Da muss ich dich leider schon enttäuschen. Wir haben noch keinen gesehen. Das heißt natürlich nicht, dass er nicht existiert. Oh, wirklich. Wir waren ja noch nicht in den Höhlen tatsächlich. Also wir wissen nicht, was es da genau gibt. Aber ich vermute mal, es gibt keinen magischen Dire-Bär, weil dann hätten wir den bestimmt schon gesehen. Ich glaube, der Panda ist so das einzig Magische, was man an Bären finden kann. Aber die kann man ja nicht zähmen. Hm. Leider. Immer noch traurig darüber. Es ist das Schlimmste, was mir in diesem Spiel passieren kann überhaupt. Oh. Vielleicht kann man das ja irgendwie mit einem Kniff ausschalten, dass der nicht zähmbar ist. Na, immerhin. Hier hinter uns ist direkt ein Skorpion aufgetaucht. Einfach aufgeplöppt. Ah. Achtung, Minotaurus! Ah, das ist der Tod. Da seid ihr. Minotaurus. Kommt jetzt einfach auch da ins Loch. Ja, stimmt. Keine Lust drauf. Das ist jetzt die Abfallgrube. Da kommt der ganze Geschocks hier, kommt da rein. Da. Ja, ich hab's geschafft. Was ist deine Lieblingsbärenart? Meine ist der Spielbär. Meine ist der Eisbär und natürlich der Spielbär auch. aber Eisbär und Panda. Nami? Ja, ich sehe es. Okay. Eisbären und Pandabären. Warum denn nicht? Der sieht ja echt schräg aus. Ja, ne? Und wenn du dich draufsetzt, kannst du ja mal machen. Ah, Fire Elemental ist fertig. Ach, das ist der Ton. Fury habe ich ihn jetzt genommen. So, kann ich mit dem zufällig rausspringen? Ich bin in ihm drin. Du sitzt vor ihm. Also, du sitzt in seinem Gesicht. Warte mal. Kann jemand vielleicht die Blöcke so weghauen, dass ich eine Treppe habe? Wie das aussieht. Oh Gott, ja, stimmt. Ich sitze auf seinem Bauch. Auf seiner Brust sitze ich. Ich dachte gerade, der Agent Harvis hätte das gemacht mit dem Loch, weil er sich gerade bewegt hat. Ich sitze auf der Brust vom Elemental. Eichen 2? Nee, ne? Warte, ich probiere es gleich. Ich muss noch mal kurz gucken. Okay, ich probiere es. Ich komme gerade nicht weiter, aber das liegt, glaube ich, am Agent Harvis vielleicht. Oder? Nee, es muss 4 breit sein. Okay. Ich kann rückwärts schweben. Ob man mit dem schweißen kann? Kommst du jetzt raus? Ja, ich gucke. Ja! Jawohl. Das sieht so lustig aus. Pass bloß auf, dass du nichts von uns anzündest, ne? Ich weiß nicht, ob das geht. Was anzünden? Mach mir keine Angst. Oh Gott, ja, Spielbär und Feuer, das ist gefährlich. Oh, ging das jetzt mit dem Pixblock? Mhm. Ja, wunderbar. Jetzt bin ich überladen, scheiße. Oh! Warte, ich komm zu dir. Ich glaube, ich hätte euch beinahe angezündet. Warte, ich geh wieder ein bisschen weg. Warte. Da. Kommst du ran? Ich versuche gerade, wenn nicht die Grube zuzumachen, dann werde ich die Blöcke wenigstens wieder los. Stimmt, wir können die Gruben ja auch später nochmal benutzen. Ja. Recycling. Am Ende, ich sehe schon, von wegen nochmal später benutzen. Am Ende ist hier alles voller Gruben. Voller Zehngruben überall. Wie auf dem Mond. Million. In jedem Biom überall alles umgegraben. Wie die ganzen Zähmgehege bei dir in Ark? Genau. Spielbär, zähm dir bitte ein magisches Tier. Wäre cool. Ja, ich würde sagen, Challenge erfüllt, ne?
Können wir nach Hause gehen, eigentlich? Das ist ein magisches Tier. Ich hab dich ein bisschen zugemüllt. Ein Feuerelemente, ja. Und was dieser Feuerelemente kann, das sehen wir in der nächsten Folge PixArk. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und schaut auch nochmal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Reflink für G-Portal PixArk Server, wenn ihr einen eigenen Server mieten möchtet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge PixArk. Bis dann, ciao, ciao.